Casual Kitchen, das sind einfache Gerichte für jedermann. Ob Anfänger oder gestresste Mutter, keine Zeit ist keine Ausrede mehr. Kochen macht Spaß und wirklich jeder kann es lernen. Schnell, gesund, unkompliziert und einfach lecker essen. Hallo Internet, hallo Kochfans. Ich melde mich mal wieder aus meiner neuen Küche. Auf das Video letztes Mal habe ich eigentlich ganz gute Rückmeldungen bekommen und eine der Rückfragen war, ob ich nicht eine kleine Küchentour machen könnte. Und da das relativ schnell geht, das mit dem Rezepte kochen ist ein bisschen aufwendiger, aber so eine kleine Küchentour oder so, das geht, kann ich quasi ad hoc machen. Habe ich gedacht, mache ich euch mal, ihr gerade am Sonntag, habe ich gerade Zeit für. Geht ja auch ganz flott, deswegen hier ist die Küchentour. Fangen wir erstmal hier vorne an. Ich zeige euch dann gleich, was hier hinten noch so alles versteckt. Da muss ich die Kamera ein bisschen umstellen. Hier vorne, schönes, großes Induktionskochfeld. Irgendwie 7,2 kW, glaube ich, insgesamt. Mit zwei großen Zonen, die sich aufteilen lassen. Also flexible Zonen, da kann ich kleinere Zonen draus machen. Zwei große, vier kleine. Je Seite zwei große oder vier kleine und dann habe ich natürlich auf beiden Seiten. Ist eigentlich ganz nett. Hat hier so einen wunderschönen kleinen Drehknopf. Klappt eigentlich ganz gut. Ansonsten habe ich hier ein bisschen Arbeitsfläche. Hier nach vorne, das könnt ihr jetzt gar nicht sehen. Fehlt auch noch ein bisschen was. Hier drunter sind, verstecken sich dann die ganzen Schubladen. Zeige ich euch gleich. Und wenn man sich dann umdreht und hinter mir, haben wir eigentlich relativ offensichtlich, großer Kühlschrank. Hier rechts gehört noch ein Backofen hin, den habe ich noch nicht. Ich habe zwar schon einen rausgesucht, aber wie das so ist, muss ja auch erstmal ein bisschen finanziell gucken. Backofen ist teuer, die Küche war sowieso relativ teuer, deswegen habe ich das erstmal so ein bisschen rausgeschoben. Kommt aber noch. Backofen ist sowieso für mich nicht so wichtig, wie ihr bei meinen Rezepten seht. Ich backe zwar ab und zu mal was. Ofen, klar, so Ofenkartoffeln oder so, schon, also ich brauche ihn schon, aber ist jetzt nicht essentiell wichtig für mich gewesen. Viel wichtiger ist dann hier drunter die Spülmaschine, die läuft gerade noch, ist fast fertig. Und ansonsten, klar, Spüle, schönes großes Spülbecken, gucken wir gleich. Und klar, meine Kaffeemaschine und so. So, wie gesagt, hier hinter ein bisschen. Ich habe hier dann eine ganze Ecke Schubladen. Klar, hier drunter ist ganz normales Putzzeug drunter. Dann habe ich eine Schublade für meine Tees. Ich habe hier eine Tassenschublade, ist gerade relativ leer. Das ganze Ecke Geschirr ist natürlich nur eine Spülmaschine. Hier unten habe ich so Küchenmaschinen und so Kleinkram. Und dann hier ganz hinten ist Geschirr. Da sind Teller drunter, unten sind die Formen. Und hier oben habe ich dann noch so Reste. Hier sind vor allem noch eine ganze Ecke Gläser drin, Weingläser. Hier alles, was ich hier vorne nicht reinbekommen habe, ist hier hinten drin. Da ist natürlich nochmal eine Menge Zeug quasi. Und dann habe ich hier hinten, das ist quasi die Position von hinten. Hier sieht man den Essbereich. Das ist also quasi meine Sicht. Und wenn ich jetzt hier mal aufmache, da sind die ganzen Gläser drin, zumindest ein großer Teil. Gläser, Besteck, ist hier oben drüber. Hier rechts, direkt unter dem Herd, habe ich natürlich die wichtigsten Sachen, Töpfe und Pfannen und Kochbesteck, Messer und so weiter, alles was man hier so braucht. Und dann natürlich auch ganz wichtig sind die Gewürze. Dann machen wir hier mal auf. Klar, Schüsseln. Und dann hier ganz wichtig die Gewürzschublade. Und wenn wir dann mal unten aufmachen, Öl und sonstige Vorratsdosen, Vorratssachen, Zucker und so weiter. Hier unten sind noch ein paar mehr Plätze für Töpfe und Pfannen. Und hier unten ist, wie ihr seht, der große Wok und mein Kochbrett.
Und das ist eigentlich auch. Also ich habe dann hier auf der Seite noch eine Vorratskammer, ganz normal mit Vorräten drin. Da gehe ich jetzt nicht rein, ist relativ dunkel, sieht man nicht viel. Und das ist eigentlich meine neue Küche. Ganz wichtig, wie gesagt, die Spülmaschine. Die könnte ich jetzt mal aufmachen. Dieses und viele weitere Rezepte findet ihr auf www.casualkitchen.de. Und solltet ihr irgendeine Frage haben oder vielleicht ein tolles Rezept, dann schreibt mir einfach. Alle Infos dazu gibt's auch auf unserer Webseite.